Die Spekulationen um Superstar Cristiano Ronaldo kommen nicht zur Ruhe. Laut L'Équipe könnte es zu einem spektakulären Tausch zwischen Juventus und Paris Saint-Germain kommen. Demnach ginge PSG-Stürmer Mauro Icardi nach Turin und CR7 nach Paris. Schon länger halten sich die Spekulationen, dass PSG auch noch Cristiano Ronaldo holen will. Mit Jorginho Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos und Gianluigi Donnarumma kamen bereits 4 Topstars nach Paris. Mauro Icardi wird hingegen oft mit Juve in Verbindung gebracht. Juves neuer Trainer Massimiliano Allegri soll laut Foot Mercato gewillt sein, Icardi zu verpflichten. Borussia Dortmund befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Jadon Sancho, der zu Manchester United wechseln wird. Da der Deal mit PSV-Angreifer Daniel Malen hakt, soll es noch weitere Kandidaten geben. Laut dem italienischen Transferexperten Alfredo Bedulla hat der BVB sein Interesse bei Domenico Berardi von US Sassuolo hinterlegt. Der 26-jährige Italiener ist ein Mann für die offensive Außenbahn und würde dem BVB wohl um die 40 Millionen Euro Ablöse kosten. Berardi hat bei Sassuolo noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2024. Vor rund 10 Monaten wechselte Arturo Vidal vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Nun scheinen die Tage des chilenischen Leaders beim italienischen Meister bereits gezählt zu sein. Laut der Gazzetta dello Sport arbeitet Inter an einer vorzeitigen Vertragsauflösung. Grund dafür soll unter anderem das hohe Gehalt des Mittelfeldspielers sein. Der Chilene verdient angeblich rund 6,5 Millionen Euro netto im Jahr. Eine Reihe von südamerikanischen Clubs sollen bereits Interesse an einer Verpflichtung Vidal signalisiert haben.